Das kommt natürlich dann in eine entsprechende Gleichung raus. Wir wollen aber möglichst eine Form haben, wo man die Schwingungsgleichung wieder erkennt. Die hier. Deshalb mache ich jetzt eine Ableitung hier an dieser Stelle. Ich leite diese Gleichung ab nach T, also ableiten. Und das heißt, ich habe jetzt auf dieser Seite UE, ich schreibe es nochmal ganz einfach hin, UE Punkt von T, also erste Ableitung nach T. Hier steht gleich L durch R und dann hat man hier die zweite Ableitung, UA, 2 Punkt von T. Und hier hat man jetzt, das ist eine Stammfunktion, wenn man das, die Stammfunktion ableitet nach der oberen Variable, kommt der Integrand raus. Also hier steht 1 durch R mal C und dann haben wir einfach UA von T. Und hier kommt, wenn man das ableitet, natürlich gleich UA Punkt von T. Jetzt haben wir eine Differentialgleichung und jetzt muss ich sie nur noch in die Normalform bringen. Also ich mache mal hier weiter an dieser Stelle. Die Normalform dieser Differentialgleichung. Und dann erkennen Sie die Schwingungsgleichung. Die heißt dann einfach, ich stelle um nach UA, 2 Punkt. Und ich multipliziere diese Gleichung mit R durch L. Okay? Das heißt, um diesen Faktor hier vorne loszuwerden. Dann haben wir also UA von T plus, jetzt nehmen wir die erste Ableitung, die heißt dann R durch L mal UA Punkt. Und dann kommt dieser Term hier, der, wenn man das mit R durch L multipliziert, steht da plus 1 durch L mal C UA. Und auf der rechten Seite steht R durch L mal UE Punkt. Okay? Und das, wenn man sich genau anguckt, ist natürlich einfach eine andere Variante. Ist ja auch nichts anderes zu erwarten als die Schwingungsgleichung, die wir schon abstrakt hier hingeschrieben haben. Nicht? Das 2 Delta ist das R durch L und das ist die übliche Gleichung. 1 durch L mal C ist natürlich die freie, das Quadrat der freien Schwingung. Okay? Jetzt machen wir eben nicht das, was wir hier gemacht haben. Das heißt, wir lösen nicht die Differentialgleichung mit den klassischen Methoden, sondern wir machen eine Laplace-Transformation. Also das ist jetzt der nächste Schritt. Also das war der erste Schritt. Jetzt haben wir die Differentialgleichung aufgestellt. Puh, ich mach's vielleicht hier drüben hin. Also der zweite Schritt ist jetzt Laplace-Transformation. Ich schreibe hier nochmal die Gleichung hin, damit wir es besser lesen können. Also hier haben wir UA 2 Punkt plus R durch L mal UA Punkt plus 1 durch L mal C mal UA und auf der rechten Seite steht R durch L mal UE. Kurzer Check, R durch L, UE Punkt. Okay? Ich schreibe hier nochmal zur Erinnerung, wir hatten das ja schon ausgesucht. Das UE hat ja schon. Ich lasse mal stehen. Lass mal nochmal stehen. So. Und jetzt machen wir die Laplace-Transformation L. Das heißt, ich fange am besten hier an, um die Definition sozusagen festzulegen. Die Laplace-Transformation von klein ua von t, hier sollte man immer die Variable t drin lassen, damit man weiß, man ist im Zeitbereich. Wenn man die Transformation macht, dann kriegt man groß ua von s. Die Laplace-Transformation. Hier steht der Faktor 1 durch l mal c. Das sollte man deutlich lassen. So. Und dann gibt es, da muss man ein bisschen Platz lassen. Mal sehen, ob ich es hinkriege.
Also das Ding, Laplace transformiert, hier, sieht dann so aus. Das ist gleich S Quadrat mal groß UA von S. Und jetzt kommen die beiden Anfangsbedingungen dazu. Ja. Und die beiden Anfangsbedingungen stehen hier. Die beiden Anfangsbedingungen sind beide 0, also klein UA von 0 und klein UA Punkt von 0 ist 0. Also das heißt, hier steht plus 0. Ich schreibe es mal symbolisch hin zur Erinnerung. Es passiert also nichts mit den Anfangsbedingungen. Oder minus, eigentlich müsste hier minus hin. Minus 0, aber ist egal. Nicht minus die beiden Anfangsbedingungen. Und jetzt kommt noch der Term hier, der heißt R durch L. Und dann haben wir S mal UA von S und wieder minus 0. Und hier geht es dann weiter. Es ist ein bisschen missraten hier, die Linie. Also hier steht plus L durch C mal UA. Und auf der rechten Seite steht R durch L. Und dann die Ableitung, also S mal UE von S. Und hier ebenfalls, die Anfangsbedingung ist ebenfalls 0, weil die charakteristische Funktion an der Stelle 0 ist gleich 0. Ja. So, also ich schreibe es nochmal neu hin. Das heißt, der dritte Schritt heißt jetzt Lösen der algebraischen Gleichung. Abgekürzt. Mal sehen, ob sich inzwischen einer der Stifte erholt hat. Schon ärgerlich. Okay. Das ist das hier? Eigentlich nicht. Was muss man tun? Man klammert das UA von S aus. Nicht? Dann kriegt man Folgendes. Dann steht da, oh je, die taugt gleich gar nichts. Ich muss wahrscheinlich gleich auf blau umsteigen. UA von S, große Klammer auf. Dann haben wir erstmal stehen S Quadrat. Und dann haben wir stehen S, also plus S mal R durch L. Kann es auch umgekehrt schreiben. Und dann steht plus 1 durch L mal C. Das sind alles die Faktoren, die UA drin haben. Die Summanden mit den Faktoren UA von S. Ja? Und auf der rechten Seite steht R durch L mal S. Und da steht eigentlich jetzt UE von S. Jetzt sollte ich vielleicht eine kleine Bemerkung machen hier, damit ich sozusagen das hier gleich loswerde. Also mit UE von S, groß UE von S, das weiß ich nämlich. Groß UE von S ist die Fourier-Transformation der Sigma-Funktion. Entschuldigung, die Laplace-Transformation der Sigma-Funktion. Was ist die Laplace-Transformation der Sigma-Funktion? Bitte? Das war die erste, die wir überhaupt gerechnet haben. Das erste, allererste Beispiel. Bitte? Ne? 1 durch S. 1 durch S. Also, das heißt U0 durch S. Ne? Das heißt, das hier ist die Konstante U0 durch S. Also U0 mal 1 durch S. Hier steht aber die Ableitung. Das heißt, ich muss ja noch mit S multiplizieren. Dann steht hier auf der rechten Seite S mal U0 durch S. Also die Ableitung bringt das S und hier kriegen wir nochmal S. Das fliegt also raus. So. Also wenn wir das einsetzen, haben wir also diesen Term hier.
Und dann kriegen wir schließlich eine Gleichung für UA von S gleich dieses Polynom, das ist eine Gleichung zweiten Grades oder ein Ausdruck zweiten Grades, ein Polynom zweiten Grades. Und der taucht jetzt auf im Nenner. Das heißt, hier steht jetzt U0 durch L mal R. Das S fällt weg. Und dann haben wir hier stehen dieses 1 durch dieses Polynom. 1 durch S Quadrat plus, ich schreibe es mal nach vorne, R durch L mal S plus 1 durch L mal C. So. Eigentlich sieht man es hier auch schon. Wenn man sozusagen diese Differentialgleichung anguckt, dann können Sie natürlich genau wie hier im allgemeinen Fall das charakteristische Polynom ablesen. Nicht? Das charakteristische Polynom für diesen Fall heißt Lambda Quadrat plus R durch L mal Lambda plus Lambda. Und das steht, plus L durch 1 durch L durch C. Und hier steht nur Lambda ersetzt durch S. Da unten steht, eigentlich steht es hier auch, nicht? Das charakteristische Polynom dieser Differentialgleichung zweiter Ordnung, linear mit konstanten Koeffizienten, nämlich S Quadrat plus R durch L mal S plus 1 durch L mal C, plus diese Konstante. Nicht? Das entspricht dieser Differentialgleichung mit dieser entsprechenden charakteristischen Gleichung. Also hier taucht es wieder auf, die charakteristische Gleichung. Unser Schwingungsproblem taucht auf als Nennerpolynom bei der Laplace-Transformierten. Und das hat natürlich auch sofort zur Folge, wenn Sie die Nullstellen ausrechnen, genau wie hier, dann kriegen Sie die Nullstellen des Nenners hier. Und wenn Sie das hier lesen, dann bedeutet das, die Nullstellen des Nenners, also die Nullstellen des charakteristischen Gleichung sind Pole der Laplace-Transformierten, denn es sind Nullstellen des Nenners. Ja. Also das ist erstmal...